So, und damit hallo zum mittlerweile zweiten Video auf meinem Kanal. Ich sitze heute auf meinem Motorrad und ja, wir haben mittlerweile fast Mitte November. Also ich muss echt sagen, es ist schön, dass es trotzdem immer noch so ein paar Tage gibt, wo man mal Motorrad fahren kann. Ich bin heute auch nachmittags mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren. Aber man merkt schon, die Tage werden weniger. Ich bin jetzt auch seit locker 2 Wochen nicht mehr richtig Motorrad gefahren. Wo ich es halt einfach hab schleifen lassen, weil es war irgendwie einfach immer kalt und ich war dann auch arbeiten relativ viel, war ansonsten auch viel unterwegs und hat dann auch nicht immer so die Motivation dann noch, mich abends noch aufs Bike zu setzen und es danach auch noch wieder zu putzen und schon wieder Geld fürs Tanken auszugeben. Aber jetzt heute haben wir endlich mal wieder so einen Tag, wo es auch mal nicht bewölkt ist oder mal tatsächlich nicht regnet. Und da habe ich mir gesagt, ich setze mich jetzt heute mal wieder aufs Bike und fahre mal wieder eine kleine Runde. Die Ganganzeige spinnt gerade schon wieder, genauso wie die Motorkontrollleuchte. Sie leuchtet so hell wie hoffentlich der Sonnenuntergang, den wir gleich sehen werden. Ja, mal schauen. Wird aber trotzdem gut. Das legt sich nämlich gleich wieder, zumindest das mit der Ganganzeige. Seht ihr, da ist er schon wieder. Und hier sind nur 30, das habe ich hier gar nicht vergessen. Oh Gott, ist das gerade belastend, hier durchzufahren. Naja, kann man nichts gegen machen. Nebenbei höre ich gerade noch Musik, wenn ich mein Intercom durch im Helm verbaut habe. Für alle, die das Ganze interessiert, die sich vielleicht auch eins holen wollen. Ich habe das Sena 30K V4.0. Sehr, sehr gutes Gerät. Ich kann es jedem empfehlen. Und da fahren wir jetzt so vorbei. Hat schon eine Asi-Taktik. Ja, ich kann es jedem empfehlen. Gerade auch für so... Wenn man irgendwie in der Gruppe fährt und mit denen reden will, dann hat man ja den Umgebungsmodus, den man anmachen kann. Hat man, glaube ich, in einem Umkreis von, ich glaube, ach Gott, 200 bis 300 Metern, soweit ich das richtig weiß. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr praktisch. Und ansonsten halt, ja, kann man auch übers Handy verbinden. Es gibt dann auch noch eine App dafür. Die habe ich auch, habe ich jetzt allerdings gerade nicht in Benutzung, weil das eher was ist, wenn man dann tatsächlich auch über das Intercom telefoniert mit anderen Leuten. Oh Mann, ey, was sind das für Staus hier gerade? Ich hätte doch eine andere Strecke nehmen sollen, ich Idiot. Soll ich filtern? Nee, das wäre asozial. Außerdem ist gerade die Ampel grün. Oh je, oh je. Das hätte man jetzt nicht sehen können. Okay. Na gut, der wird safe da nicht reinfahren. Ne, der fährt gerade aus. Naja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit weniger Verkehr gerechnet. Also jetzt können wir gleich filtern. Also die Assi-Taktik. Ich stelle mich da jetzt nicht ewig lang hin und warte. Sorry Leute, noch dazu, weil der da so nett schön Abstand hält. Boah, perfekt, können wir wie gemacht für ein Motorrad. Das ist tatsächlich erlaubt, Leute. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist erlaubt. Hat mir vor kurzem mal ein Polizist gesagt, den ich gefragt habe, ob das eigentlich erlaubt ist. Ja, ich wiederhole mich. Was ich noch sagen wollte, ich habe vor, nächstes Jahr irgendwann mal einen Urlaub zu machen mit dem Motorrad. Ich wollte mal irgendwo in die Alpen fahren. Ich weiß noch nicht, ob Österreich oder Frankreich oder sonst irgendwas. Ich schätze mal, vielleicht, wenn ich Lust und auch das Geld dazu habe, sogar beides, kann ich mir auch gut vorstellen. Es wäre halt schon was, das Ganze auch mal so ein bisschen zu sehen. Ich war bisher in den französischen Alpen jetzt schon ein bisschen häufiger, weil wir da auch früher in Urlaub als immer durchgefahren sind. Ist eine wunderschöne Gegend und ich kann es jedem empfehlen, da einfach mal hinzufahren und sich das Ganze wenigstens mal anzuschauen. Auch wenn man sagt, Frankreich ist jetzt nicht so meins. Ja, es gibt halt sehr, sehr wenig da oben. Also man ist ein bisschen auf sich selbst angewiesen, aber dafür hat man dort eine wunderschöne Gegend in den Alpen. Das ist unfassbar dort. Deswegen will ich dort unbedingt auf jeden Fall mal nächstes Jahr mit dem Motorrad hinfahren. Vielleicht miete ich mir einen Anhänger, nehme das Motorrad hinten drauf mit, weil ich meine Einzylinder und lange Distanzen und so. Außerdem halt
ja, bis man dann endlich mal da ist und auf dem Motorrad die ganze Zeit über anderthalb Tage zu sitzen, bis man überhaupt erstmal da ist, ist halt schon auch nochmal so eine andere Nummer. Vielleicht nehme ich noch Freunde mit, die eventuell auch einen Anhänger oder einen Transporter haben. Bevorzugterweise letzteres. Dann ist das Motorrad auch während der Fahrt gut geschützt. Aber klar, man kann es nicht immer wissen. Wenn nicht, versuche ich mir einfach selber sowas mal auszuleihen. Man darf ja mit dem normalen B-Klasse-Führerschein sowas bis um 750 Kilo, glaube ich, darf man Anhänger fahren. Also halt zulässige Gesamtmasse. Also auch mit Ladung und so weiter darf das Ding nicht mehr als 750 Kilo wiegen. Sollte aber möglich sein. Ich sehe das Problem eher darin, dass ich als absoluter Analphabet, der jetzt sein Motorrad seit einem halben Jahr etwa hat, nicht hinbekommt, das Motorrad auch tatsächlich zu sichern, sodass es nicht da hinten drin rum und durch die Gegend fliegt. Das wäre, glaube ich, eher so ein bisschen die Herausforderung. Aber sollte man hinbekommen, zur Not kaufe ich einfach so viele Spanngurte, bis das Ganze hält. Dann sollte das gut möglich sein. Diese Harleys sind aber auch gottverdammt laut. Naja, wer es mag, kann sowas haben. Für mich persönlich wäre es nichts. Ich bin eher der Fan von melodischer Lautstärke. Schon aber auch eine coole Taktik. Da vorne fahren sie jetzt wieder nicht. Was ist da los, Leute? Na kommt, lasst mich nicht hängen. Nein? Habt ihr Angst oder wie? Steht dort wieder der Blitz auf 50, weshalb man dann 38 fahren muss. Oder das da ist einer von den Hells Angels. Glaube ich aber nicht. So, die Harley steht bei denen in der Regel nicht drauf. Ja, schade, da hinten wäre die Sonne untergegangen, die ist jetzt leider schon weg. Aber zumindest habe ich sie eben auf dem Heimweg von der Arbeit nochmal gesehen. Und ich hatte schon eine halbe Stunde früher Feierabend. Ja, Winter eben. Da geht die Sonne mal schneller weg. Ich bereue es aber gerade so ein bisschen, dass ich mir keine wärmere Hose angezogen habe, sondern nur meine Jogginghose. Denn ich friere gerade etwas an den Beinchen. Naja, aber trotzdem nochmal so ein bisschen in der Abendstimmung zu fahren, ist auch echt nice. Macht verdammt viel Spaß. Auch generell endlich mal wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Gut, mittlerweile 11.000 Kilometer runter. Auf dem Heimweg von der Arbeit. Boah, das sieht auch verdammt satisfying aus, da oben mit dem rosa Himmel. Wahnsinn. Mir gefällt es hier schon wirklich sehr gut. Ich bin gerade am Überlegen. Wäre es besser, wenn ich nächstes Jahr tatsächlich einfach schon direkt einplan, jemanden mitzunehmen? Wer mag, kann mir ja mal Bescheid geben, ob man da Lust drauf hätte. Also steht noch absolut nichts fest. Aber schreibt mich mal an oder redet mal mit mir, wer auch immer das hier sieht. Und vielleicht können wir da mal schauen. Ich kenne jetzt persönlich niemanden, der einen Anhänger oder sowas für Motorräder hat. Müsste man halt zur Not mieten. Aber das könnte man ja auch machen, wäre kein Problem. Und sonst muss man einfach mal schauen, wie das Ganze dann tatsächlich klappen könnte. Also da wollte ich auch gerne mal rein. War noch nie drin. Wäre einmal fast reingegangen mit einer Freundin zusammen. Die haben damals allerdings noch nicht offen gehabt. Oder hatten die noch nicht offen? Oder haben die einfach nur keine Karte akzeptiert? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja. Was auf jeden Fall noch der Plan für demnächst ist. Ich habe ja immer noch meine alten Fahrradhandschuhe. Es sind Fahrradhandschuhe. Wenn ich jetzt stürzen sollte, bringen die mir absolut gar nichts, sondern fressen sich eher halt noch in die Haut rein. Und dann wird es richtig lecker für den armen Arzt, der das Ganze dann da wieder rausholen muss. Mal davon abgesehen, dass es verdammt wehtun würde. Oh Gott, jetzt wird da die Ampel rot, dann können wir immerhin filtern. Rutsch.
Diese Ampel hier ist auch verdammt witzig. Warum ist sie überhaupt hier? Ich verstehe es nicht. Naja, man muss nicht alles auf dieser Welt verstehen. Ich sehe gerade gar nichts mehr, weil mein Visier ultra beschlagen ist. Oh Gott. Puh. Hey, ich sehe wieder was. So, fahren wir jetzt links oder geradeaus? Das ist jetzt die Frage, aber ich würde vielleicht eher links fahren, nur eine kleinere Runde. Heute mal. Denn ansonsten wird das etwas zu lang und auch etwas zu kalt. Wenn die Sonne weg ist, ich habe das vorhin gemerkt, auf einmal binnen von 10 Minuten wurde es so unfassbar kalt. Wahnsinn. Aber naja. Da muss man auch durch. Mein Motorrad hat ja Gott sei Dank eine Ganzjahresanmeldung. Das heißt, wenn im Winter jemand mal spontane gute Einfälle hat, die ein Motorrad beinhalten, kann ich meins trotzdem auch mitnehmen. Aber die Frage ist halt dann, ob das tatsächlich angenehm wird. Ich meine, auf dem Motorrad hast du halt dann auch das Problem, wenn die Reifen kalt sind, da rutschst du eigentlich nur. Und ansonsten, ja, wäre es mir auch einfach generell zu kalt. Ich bin Sommermensch, ich mag Wärme, ich mag hohe Temperaturen. Und bei Kälte fühle ich mich einfach nicht richtig wohl. Und dann halt da auch Motorrad zu fahren mit dem ganzen Zugwind und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das dann so wirklich will. Ich finde es ja jetzt schon extrem kalt irgendwie. Und ganz so arg kalt ist es ja noch gar nicht. Also lass es mal noch so gute 12 Grad ungefähr haben. Aber mir persönlich kommt es schon verdammt kalt vor. Ja, jetzt sehen wir gleich noch mal ein bisschen den Abendhimmel. Auch wunderschön. Boah, schaut euch das an. Das ist schon der Wahnsinn. Und dafür lohnt es sich halt auch. Die ganzen Kosten, die Motorrad verursacht, so ein dunkler Radfahrer, den habe ich auch eben erst im letzten Moment gesehen. Dafür lohnt sich halt auch, die ganzen Kosten in Kauf zu nehmen, die ein Motorrad nun mal verursacht. Weil du hast halt einfach solche Momente, wo du auf dein Motorrad drauf sitzt, direkt über dem Motor, der komplett frei eigentlich an der Luft hängt und dein Hinterrad antreibt mit einer Kraft, die unfassbar ist. Was du auch persönlich eigentlich bei keinem Auto hast. Und es macht halt einfach Laune. Es macht so viel Spaß. Und Sicherheit, ja, ist eigentlich nicht vorhanden, zugegeben. Aber das meiste, was tatsächlich Spaß macht, beinhaltet wenig Sicherheit. Da muss man einfach durch. Also da jetzt auch mit den Windrädern, das sieht so klasse aus. Und da hinten der Pfälzer Wald. Unfassbar schön, wirklich. Ich hoffe auch tatsächlich, dass nächstes Jahr das Wetter besser wird als dieses Jahr. Es hat sich ja schon im Vergleich zu 2020 ein wenig gebessert. Ich bin so froh, dass ich 2020 noch kein Motorrad hatte, gell? Ich hätte wahrscheinlich Depressionen bekommen. Es war hauptsächlich schlecht oder einfach brütend heiß wie in der Wüste, sodass man sich einfach nur gedacht hat, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt fahren und das Risiko eines Hitzschlages unter dem Helm einfach in Kauf nehmen? Oder soll ich es einfach bleiben lassen? Soll ich das Motorrad in der Garage stehen lassen? Damals noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, aber selbst da war es einfach teilweise nicht auszuhalten. Es war unfassbar heiß. Wir hatten da ja teilweise wirklich Temperaturen von bis zu 40 Grad wochenlang. Kochender Himmel, kochendes alles. Es war einfach nur eklig. Das sind auch tatsächlich mal so Temperaturen, wo ich mir sage, okay, ist jetzt ein bisschen zu viel. Klar, man hat Badeseen und so weiter in der Nähe, aber die sind halt dann auch komplett überfüllt. Sodass es da dann halt auch nicht wirklich Spaß macht. Und sonst, ja. Der Winter, gut, ich meine, wir hatten jetzt im
Frühjahr 2022 war das, hatten wir im April noch Schnee. Das war auch ganz witzig. Da habe ich mein Motorrad gekauft, bin dann an einem Tag mal gefahren. Aber ich bin viel gefahren am Anfang mit dem Motorrad. Ich habe in der ersten Woche ja 1000 Kilometer drauf geknallt. Und dann nach dem Fahren auf jeden Fall einmal bin ich nach Hause gekommen. Es war dann schon dunkel, auch etwas kalt zugegeben. Aber trotzdem noch voll erträglich, also noch lange nicht so kalt wie jetzt zum Beispiel. Aber eine Woche später lag auf der Straße einfach wieder Schnee. Und ich habe mir dann so gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe mein Motorrad abgeholt. Es steht jetzt da unten in meiner Garage und ist fahrbereit. Und jetzt liegt einfach wieder Schnee auf der Straße. Ein wenig verarscht habe ich mich da schon gefühlt. Der Schnee hat Gott sei Dank nicht lang angehalten. Nach 3 Tagen war er wieder komplett weg. Aber es war halt trotzdem irgendwie immer noch so richtig ekelhaft kalt. In der Sonne war es schon ziemlich warm. Aber es war halt immer so ein begleitender, eiskalter Wind. Und das war halt immer so dieses besonders eklige. Wo ich mir persönlich gedacht habe, okay, ich lasse das Motorrad jetzt einfach lieber mal in der Garage stehen, bevor jetzt noch irgendwas passiert damit. Oder bevor ich irgendwie noch einen Unfall baue, was halt auch verdammt hässlich hätte enden können. So stand das Motorrad dann ewig lang in der Garage. Ich glaube bis zu einem Monat sogar, bis dann endlich Juni war. Und dann war es auf einmal von 20 Grad auf 35 Grad. Da habe ich mir dann auch nur gedacht, ja moin, sehr, sehr lustig. Wer auch immer da oben das Wetter bestimmt, der muss verdammt parteiisch sein. Und zwar gegen Motorradfahrer auf jeden Fall. So, es wird jetzt auch echt verdammt schnell dunkel. Es ist einfach so geil, trotzdem immer wieder. Der Wind macht das Ganze eiskalt, aber es macht trotzdem einfach so einen Spaß, trotz dieser Kälte. Einfach der Hammer. So. Wo sind wir jetzt? Aha, kommt mir bekannt vor. Vor allen Dingen das Ortseingangsschild. So, die kleine Tour ist jetzt fast zu Ende. Wir sind jetzt in der letzten Ortschaft vor meiner wieder. Boah. Ich friere gerade wie ein Schneider. Es ist verdammt kalt. Aber trotzdem hat es nochmal unfassbar viel Spaß gemacht. Einfach nochmal so eine kleine Runde zu fahren. Vielleicht fahre ich morgen nochmal eine Runde. Vielleicht nehme ich das Ganze auch auf. Ich kann es nicht sagen. Aber fürs Erste jetzt bin ich froh, dass ich jetzt endlich mal seit, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile endlich mal wieder ein Video gemacht habe, das wir heute hochladen können. War ja so ein bisschen Random Talk, vielleicht so für die Pläne in der Zukunft. Naja, man schaut sich das Ganze mal an, man hat der Dinge, die da kommen und hofft aufs Beste. Vielleicht kann ich den Urlaub auch tatsächlich schon mit meiner offenen machen, wenn alles gut läuft, beziehungsweise wenn alles sehr gut läuft, kann ich, gut, den Schein habe ich dann schon längst, aber wenn alles wirklich gut läuft, habe ich im Sommer ungefähr, so Mitte vom Sommer nächstes Jahr, mein offenes Motorrad. Und das fände ich persönlich halt schon verdammt geil. Nicht, weil ich die hier unbedingt loswerden will, im Gegenteil, ich werde die ja trotzdem noch behalten. Aber es ist halt einfach nochmal so eine kleine Veränderung. Und gerade auch für die Alpen wäre das wahrscheinlich echt praktisch. Wenn man dann so die Hochalpenstraße entlang fährt und dann einfach auch mal ein bisschen mehr als nur diese 44 PS zur Verfügung hat, die aber auch schon vollkommen ausreichend sind, wenn man es mal genau betrachtet. Weil es sind trotz allem 44 Pferde, die da auf 160 Kilo hämmern. Was auch schon echt ein Wort ist. Aber ja, als Große habe ich mir ja gedacht, lege ich mir die Suzuki GSXS 57 zu.
Allerdings die 114 PS Version und nicht die 95. Weil ich persönlich einfach finde, dass es nochmal so ein bisschen, diese 20 PS nochmal so einen zusätzlichen Kick geben. 19 PS, wenn man es ganz genau nimmt. Aber wir wollen jetzt mal nicht so sehr ins Detail gehen. Jetzt rede ich doch nur schon wieder über Motorräder. Hab mir eigentlich vorgenommen, das heute mal nicht zu machen, aber das ist halt einfach so ein Thema, da kann man immer wieder was zu sagen. So. Es ist auch so schön, so wenig Gewicht zu haben. Wenn man jetzt im Stand irgendwo steht, klar ist es trotz allem schwerer als ein Fahrrad, aber man kann dieses Motorrad trotzdem so gut um die Kurven bügeln, es ist so agil und handlich. Das ist der Wahnsinn, das macht einfach so viel Spaß. Der Hammer. Ich kann es jedem empfehlen und klar, ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ich verkaufe mein A2-Bike, wenn ich ein offenes habe, sofern man es nicht schon von Anfang an drosseln konnte. Aber ich persönlich habe mich einfach in dieses Motorrad rein verliebt und deswegen werde ich es auch behalten wollen. Es ist mein Motorrad, es ist mein erstes Motorrad gewesen, auch tatsächlich das erste Fahrzeug, was ich komplett selber finanziert habe. Also nicht finanziert habe, sondern gekauft habe und halt alles selber bezahle. Also es ist tatsächlich meine. Gut, ich baue auf den Versicherungsrabatten meines Vaters auf, der seit 40 Jahren Motorrad fährt. Aber trotzdem, es zahle trotz allem ich. Und ich bin auch der Fahrzeughalter, ich bin auch eingetragen. Nur die Versicherung läuft über meinen Papa. Danke nochmal in diesem Sinne, Dad, dass du mir das Ganze ermöglichst und dafür sorgst, dass ich nicht 700 Euro zahlen muss, sondern nur 312 im Jahr. Das hilft mir persönlich wirklich sehr viel. Und ich habe gerade eben gedacht, dass der einfach so rausfahren will. Da wäre ich jetzt böse gewesen. So, wir sind jetzt fast wieder daheim. Die letzten 10 Minuten der Fahrt. Ich weiß nicht, soll ich nochmal nachtanken? Oder soll ich das am Wochenende machen? Ich glaube, ich heb mir das lieber fürs Wochenende auf. Wenn es ein bisschen wärmer ist und die Spritpreise vielleicht auch ein bisschen weiter unten. Und der da vorne soll mal sein Licht anmachen. Naja, ist nicht meine Sache. Wenn er unbedingt ohne fahren will, von mir aus, habe ich kein Problem mit. Dort steht ein Mercedes GT AMG GT4, glaube ich. Persönlich halte ich da nicht so viel von Mercedes. Immerhin ist das die GT4-Variante, die ist noch schöner als die Straßenmodelle, aber trotzdem absolut kein Auto, das ich mir persönlich in die Garage stellen wollte. Zwingt mich jetzt bitte nicht am Berg anzufahren, mit dem Motorrad ist das immer verdammt eklig. Also der vorne sollte wirklich mal sein Licht anmachen. Ich habe echt Probleme, den zu sehen. Gerade auch durch das Visier, wenn es die ganze Zeit über beschlägt. Wirklich verdammt eklig. Oh Gott, was geht jetzt hier für einen Film ab? Bitte nicht schon wieder ein Stau. Bah. Staus mit dem Motorrad sind keine schöne Sache. Es gibt ja auch Automatikmotorräder, ich weiß nicht, wie es damit ist, aber für mich persönlich wäre weder ein Automatikmotorrad ein Sinn, wenn man da einfach nicht schalten kann, noch werde ich jemals sagen, dass Staus tatsächlich gut sind, außer wenn man den Spiegel einstellen will. Da ist ein Stau relativ praktisch. Trotzdem, es gibt so zum Beispiel ganz normale Fahrten auf der Landstraße, wo man 70 fahren kann, wo auch tatsächlich 70 erlaubt sind. Oder wo man einfach ganz entspannt durch die Stadt ein bisschen düsen kann. Extrem viel entspannter, als irgendwo mich in den Stau reinzustellen. Und ich glaube, da wird mir auch jeder Motorradfahrer beipflichten, dass das keine schöne Sache ist mit dem Motorrad. Mir tut jetzt schon so derbe die Hand weh und ich habe eigentlich schon eine relativ leichte Kupplung. Aber es ist halt einfach so unangenehm auf Dauer. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie lange wollen Sie brauchen zum Schalten? Fortfahrer, ja, hier, ich. Gott im Himmel. Was hat er eben mit seinem ersten Gang gemacht? Und warum fährt er jetzt nicht? Gut, die Kurve hier ist ein bisschen enger. Kann ich verstehen, dass man da etwas langsamer durchfährt. Aber schon 3 Kilometer vorher gefühlt abbremsen? Also, das kann ich halt irgendwie absolut nicht so wirklich nachvollziehen. Schwupps. Na, hätte ich filtern können, aber ich hab's jetzt doch gelassen. Der da hinten hat sogar tatsächlich sein Licht an, beziehungsweise vorne raus sieht er was, weil er sein Tagfahrlicht an hat. Aber hinten raus hat leider nicht.
weil er eben nur das Tagfahrlicht anhat. Aber ich dachte eigentlich, dass dann da hinten dran auch irgendwie Lichter leuchten, aber wurde auch nicht. Naja, ist nicht mein Problem, jetzt bin ich vor ihm und freue mich. Es war schon gerade so zur Dämmerungszeit, wenn dann so viele Lichter draußen schon an sind und dann so ein einzelnes Auto unterwegs ist, das einfach kein Licht an hat. Hinter dem dann herzufahren, das ist eine verdammt ekelhafte Situation. Man sieht den teilweise wirklich einfach nicht, weil er in diesem Lichtermeer untergeht. Du wartest nur noch auf Lichter, die sich bewegen und Lichter, die stehen, um die ganzen auseinanderhalten zu können. Und dann übersiehst du sowas komplett, bis es direkt vor dir ist. Und dann hängst du drin, wenn du nicht aufpasst und keine guten Bremsen hast. Hurra, die Ampel ist endlich auch mal grün. Da ist der nächste Stau, oder? Ah, der bildet sich gerade, weil da einer abbiegen will. Naja, kann man nämlich übernehmen. Ich bin da auch schon erst reingefahren. Aber, er hat sogar geblinkt. Nice. So, wir kommen jetzt hier zu meiner Lieblingsampel. Weil die für die Linksabbieger immer so schön lang rot ist, wenn die eben erst rot geworden ist, so wie jetzt. Naja, kann man nichts machen. Oh, ein Camaro. Wupp. Na, da kann direkt das nächste Muscle Car. Ein Mustang GT Fastback Edition. Nicht persönlich, nicht unbedingt mein Auto. Ich bin generell nicht so der große Mustang-Fan. Eher so Camaro oder Pontiac. Dodge auch mittlerweile nicht mehr so wirklich, seit das Ding so gut wie jeder da draußen fährt. Aber was soll man sagen? Es gibt hässlichere Autos. Das Schöne ist halt bei den Dingern, die können eigentlich keine Kurven fahren. Dann kannst du mal entspannt ein bisschen über die Landstraße fahren, ein bisschen cruisen. Wenn du einfach mal chillig ein bisschen fahren willst, wenn du da ordentlich Gas gibst, hast du einen Verbrauch von 20 Litern. Mal davon abgesehen, dass du in der Versicherung dich dumm und dämlich zahlst, dann freut sich auch noch dein Portemonnaie jedes Mal beim Tanken, wenn du da die 130 Euro bei normalen Preisen wohlgemerkt reinkippst. Bei den heutigen Preisen will ich gar nicht wissen, wie viel die dafür zahlen. Da ist es mit meinem Motorrad schon ein bisschen besser. Ich zahle selbst bei den Preisen im Moment gerade 13 bis 14 Euro, wenn der Tank komplett leer ist, um ihn wieder voll zu machen. Also nicht komplett leer, da hat er einen 10 Liter Tank. Aber trotzdem. Meistens, wenn, also ich habe es einmal tatsächlich erlebt, wo gar kein Strich mehr zu sehen war. Da habe ich dann so 8 Liter ungefähr da reingetankt. Das waren gute 16 Euro, die das gekostet hat. Tankt halt auch super. Ja, mein Gott, für 16 Euro selbst bei den Preisen im Moment gerade. Ich finde, da kann man sich echt nicht großartig beschweren. Und ansonsten bei Normalpreisen hätte ich vielleicht 2 Euro weniger gezahlt. Naja, macht jetzt auch nicht so ganz den großen Unterschied. Trotz allem hätte ich gerne, dass die Preise wieder runtergehen, weil ich fahre ein Dieselauto. Und gerade da wäre es halt natürlich deutlich entspannter, wenn der Preis wieder weniger wird. So, was mir gerade noch eingefallen ist, wir könnten rein theoretisch noch mal kurz uns irgendwo hinstellen. Dann können wir einfach noch mal so ein bisschen reden. Die Landschaft genießen. Die heile Welt. Oder auch die Holde, Heidle. Wir haben heute übrigens St. Martin, deswegen sieht man hier gerade auch so viele Menschen mit Laternen rumlaufen. Gerade auch, weil da noch ein Kindergarten ist, wo ich eventuell vielleicht auch bald arbeite. Oh Gott, mir tut es gerade so leid, weil es alles so knallt. Gerade bei den Kindern, die halt immer so Angst davor haben. Leute, ich mache das nicht mit Absicht, das Motorrad knallt eben einfach so. Ich fahre schon niedertürig und leise, ich kann es nicht ändern, es tut mir leid. Ich frage mich gerade, ob die bei mir am Einsatzort ebenfalls so etwas machen. Ich glaube aber nicht. Naja. Müssen sie ja auch nicht machen. Ist ja absolut freiwillig. Oh Gott, hier ist auch wieder verdammt viel Zeug auf dem Boden. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, für alle Leute, die sich nochmal auf, also nochmal auf das Thema Intercom zurückzukommen. Für alle Leute, die sich was holen wollen, ich habe meins im Doppelpack gekauft, noch für eine Freundin gleichzeitig, die ebenfalls sich gerade einen Helm gekauft hat.
Ich habe dafür für die beiden im Doppelpack 400 Euro gezahlt. Das ist verdammt viel Geld. Also überlegt es euch gut, bevor ihr euch sowas holt. Weil es ist trotz allem einfach nur ein Intercom. Allerdings muss man dazu auch sehen, wenn man das Ding im Helm hat, man kann halt wirklich Musik hören, man kann mit anderen Leuten reden, wenn man fährt. Man kann telefonieren, auch ganz normal übers Telefon. Die Qualität ist, klar, der Bass ist jetzt nicht so gut wie bei einem guten Autoradio zum Beispiel, bei guten Autoboxen. Braucht man aber auch eigentlich nicht. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn man dazu guten Bass hat, einfach durch das ganze Dumpfe komplett alles ausblendet, was irgendwie da draußen so an der Umgebung unterwegs ist. Sprich, man hört davon einfach gar nichts mehr, was da draußen eigentlich abgeht. Und gerade auf dem Motorrad dann, wenn man eh schon den lauten Motor hat, kann das verdammt ärgerlich sein. Und auch verdammt gefährlich sein. Weil, ja, man muss halt trotz allem natürlich auch ein bisschen aufpassen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Dinger eigentlich so eine relativ durchschnittliche Qualität haben. Sagen wir mal, die sind so im soliden oberen Teil vom Mittelfeld. Ja, es sind keine High-End-Quality Audiosysteme da drin. Wobei man auch sagen muss, die braucht man auch nicht. Es ist komplett überbewertet. Weil es ist trotz allem so, dass sich sowas absolut nicht auf jemals außenrum auswirkt. Weil ich meine, irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo deine Ohren nicht mehr aufnehmen können, wo du ja persönlich einfach sagst, es reicht jetzt. Und das ist hier halt schon verdammt schnell der Fall. Weil so, wenn sowas direkt an deinen Ohren ist. Noch dazu, es liegt da noch nicht mal direkt drauf, es sitzt nur so knapp oben drüber. Deswegen würde ich persönlich einfach sagen, man braucht nicht so komplett gute Systeme. Für einen Motorradhelm zumindest. Klar, ich meine, wenn man jetzt unbedingt sowas sich holen will, kann man natürlich machen. Aber wie gesagt, es ist überbewertet. Man braucht es nicht. Ich würde fast sagen, das Sena-Gerät hat eigentlich schon eine bessere Audioqualität, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Womit ich auch sehr zufrieden bin. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Auch die Leute, es ist einmal schon kaputt gegangen, aber Sena hat direkt einen Ersatz geschickt. Wo ich mir persönlich gesagt habe, war jetzt ein bisschen teuer vielleicht. Weil, also, die haben mir halt ein komplett neues Gerät zugeschickt. Wobei da einfach nur das Mikrofonkabel, also das Mikrofon hat nicht mehr funktioniert. Das hätte man vielleicht einfach nur aufschneiden müssen an der betroffenen Stelle. Hätte die halt irgendwie ausfindig machen müssen. Da gibt es bestimmt irgendwas, wo man das Ganze kann. Das Ganze hätte man dann ganz easy reparieren können, indem man es einfach aufschneidet, wieder zusammenlötet, zuklebt. Und ja, es war halt einfach so Arbeit, die man, beziehungsweise Material, das man nicht unbedingt jetzt so hätte ausgeben müssen. Also ich meine, wenn die Leute es so entscheiden, dann sollen sie es natürlich so machen. Aber für mich persönlich wäre das halt einfach nichts großartig gewesen jetzt. Fahren wir wieder zurück. Und ich würde fast sagen, an der Stelle beenden wir auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das zweite Video jetzt auf meinem Kanal. Es war eher so ein bisschen in die Schiene von Random Talk, würde ich sagen. Aber es ist auch mal schön, wenn man mal sowas machen kann. Und es die Leute trotzdem interessiert. Ich werde bestimmt auch mal irgendwann ein Video hochladen, wenn ich mich mal genauer mit dem ganzen Schneidezeugs auseinandergesetzt habe. Wo ich mal einfach nur Musik hinterlege und so ein bisschen Best-of-Video-Stellen einfach so zusammenschneide. Nochmal kurz knallen lassen. Schade, gerade eben war eigentlich gar nichts. Da laufen nochmal die Kinder mit St. Martin. Den kann man jetzt nochmal kurz winken. Okay. Dem ist ja früher eingefallen, dass er doch nicht geradeaus fahren will. Alter, diese Parkplätze hier gerade sind auch so komplett voll, gell? Naja. Ja, das war's jetzt an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bleibt gesund, bleibt fit und viel Spaß bei dem Video. Macht's gut, ciao, ciao.